Das Hauptorgan des Geschmackssinns ist die Zunge. Sie enthält die allermeisten Geschmacksrezeptoren. Weitere Geschmacksrezeptoren finden sich im hinteren Gaumen, beim Kehlkopfeingang und am Anfang des Ösophagus, der Speiseröhre. Über die Sinneszellen können wir die fünf Geschmacksrichtungen salzig, süß, sauer, bitter und umami wahrnehmen. Der Begriff Umami stammt aus dem Japanischen, bedeutet schmackhaft, köstlich, wohlschmeckend und ist typisch für eine Fleischbrühe. Auf der Zunge treten die Sinneszellen für die Geschmackswahrnehmung in Gruppen auf. Eine solche Gruppe bezeichnet man als Geschmacksknospe. Die Geschmacksknospen sind nicht einfach über die Zungenoberfläche verteilt, sondern immer Teil von bestimmten Papillen. Papillen sind kleine Erhöhungen, welche die Zunge über und über bedecken. Wenn man die eigene Zunge im Spiegel betrachtet, kann man die verschiedenen Papillen identifizieren. Am häufigsten sind die Fadenpapillen. Sie sind nicht zu verfehlen, da sie die ganze Zungenoberseite bedecken. Weil sie sehr klein sind, kann man sie nicht einzeln sehen. Sie geben der Zunge die samtartige Oberfläche, besitzen aber keine Geschmacksknospen. Die Pilzpapillen sind als rote Pünktchen gut zu erkennen und einzeln über die ganze Zungenoberseite verteilt. Die Blattpapillen liegen blattförmig am hinteren Zungenrand. Sie sind schwierig zu identifizieren. Für die Walpapillen muss man die Zunge so weit wie möglich herausstrecken und sich selbst tief in den Rachen blicken. Sie sind im Vergleich zu den anderen Papillen deutlich größer. Nur die Pilz-, Blatt- und Walpapillen enthalten Geschmacksknospen. Der Mensch besitzt 5.000 bis 10.000 Geschmacksknospen. Sie sind im Epithel der Zunge eingelassen und verfügen zur Mundhöhle hin über eine Öffnung, den Geschmacksporus. Hier befinden sich die reizaufnehmenden Fortsätze der Sinneszellen, die Mikrovilli. Die Sinneszellen nehmen die in Wasser gelösten Geschmacksstoffe wahr und leiten die aufgenommenen Reize über Synapsen an Nervenzellen weiter. Die Geschmacksporen werden vom Sekret der Spüldrüsen nach kurzer Zeit freigespült, damit neue Stoffe eindringen und wahrgenommen werden können. Jede Geschmacksknospe enthält 50 bis 100 Sinneszellen, die sich vier verschiedenen Typen zuordnen lassen. Typ 1 Sinneszellen sind wahrscheinlich für die Wahrnehmung von salzig verantwortlich. Ihre Hauptaufgabe ist jedoch der Abbau von ATP, das hier die Rolle eines Neurotransmitters hat. Typ 2 Sinneszellen können süß, bitter und Umami detektieren. Eine einzelne Typ 2 Sinneszelle besitzt nur Rezeptoren für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen. Daher sind in einer Geschmacksknospe drei Populationen von Typ 2 Zellen notwendig, um süß, bitter und Umami wahrnehmen zu können. Typ 3 Sinneszellen nehmen sauer wahr. Ihre Hauptfunktion ist jedoch die Aufnahme von Signalen der anderen Sinneszellen und ihre Weiterleitung an die Neuronen. Die Basalzellen sind wahrscheinlich undifferenzierte oder unreife Sinneszellen. Weil die Sinneszellen eine begrenzte Lebensdauer von 18 bis 24 Tagen haben, müssen sie regelmäßig ersetzt werden. Das ist ein gefärbter histologischer Schnitt durch die Zunge eines Kaninchens. Hier oben wäre die Mundhöhle des Kaninchens und hier unten seine Zunge. Gut erkennbar sind die Blattpapillen. Sie erscheinen als Auffaltungen. Wir sehen hier fünf Stück davon. Jede Blattpapille enthält mehrere Geschmacksknospen. Das sind die kleinen und etwas helleren Strukturen hier. Bei stärkerer Vergrößerung können wir sie besser erkennen. Über den Geschmacksporus haben die Sinneszellen Kontakt mit der Mundhöhle. Auch gut erkennbar sind die einzelnen Sinneszellen in der Geschmacksknospe drin. Sie sind länglich und bei manchen Zellen tritt der Zellkern klar hervor. Diese Distanzangabe dient als Größenvergleich. 50 Mikrometer sind ein Zwanzigstel eines Millimeters. Ein gewöhnliches Blatt Papier ist 100 Mikrometer dick. Eine Geschmacksknospe misst also die Hälfte davon. Alle Regionen der Zunge und alle Geschmacksknospen nehmen gleichzeitig alle fünf Geschmacksrichtungen wahr. Es gibt keine Regionen auf der Zunge, die jeweils für eine bestimmte Geschmacksrichtung zuständig wären.